Er versuchte, seine Gefühle zu ordnen. Da war der Wunsch, wegzurennen, aber auch der Wunsch, hier zu bleiben und Claude gegenüberzutreten. Da war der Wunsch, den Erklärungen seiner Mutter Glauben zu schenken. Und da war vor allem der Wunsch, alles zu vergessen, was geschehen war. Ein schmerzliches Verlangen nach Normalität und Vertrautheit. Transatlantik. Literatur on Air. Heute mit David Wroblewski und die Geschichte des Edgars Hotel. Erschienen bei DVA. Die Geschichte des Edgars Hotel ist ein kluger, lebenspraller Roman über die großen Themen der Literatur. Rache und Schuld, Brudermord und Vaterverlust, Liebe und Hass. Eine warmherzige Familiensaga, ein Abenteuerroman und eine wahrlich unvergessliche Geschichte über die besondere Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Hund. Edgar, der von Geburt an stumm ist, wächst in den 60er Jahren auf einer idyllischen Farm im mittleren Westen der USA auf, wo seine Eltern, Gar und Trudy Sortell, eine Hundezucht bestreiten. Die Sortell-Hunde genießen einen guten Ruf in Züchterkreisen. Gar, ein fürsorglicher Mensch, hat ein Händchen für die Zucht und die geduldige Trudy trainiert die Hunde. Die Hündin Elmondin und Edgar verstehen einander wie Geschwister. Elmondin kann sogar die von Edgar im Laufe der Jahre entwickelte Gebärdensprache deuten. Elmondin lag auf dem Boden und schaute. Etwas war ihr ein Rätsel. Als Gar die Zwingertür geöffnet hatte, war sie sich sofort sicher gewesen, dass das Haus nun jeden Moment sein Geheimnis offenbaren, dass sie jetzt erfahren würde, was passieren sollte. Als sie die Decke sah und das Baby roch, dachte sie, das könnte es vielleicht sein. Aber jetzt schien ihr, dass auch das nicht gestimmt hatte. Was immer es war, es hatte mit dem Baby zu tun. Aber es war nicht nur die Anwesenheit des Babys. Während Elmondin darüber nachsann, drang ein Geräusch an ihr Ohr. Ein wisperndes Raspeln, kaum hörbar, sogar für sie. Anfangs wusste sie den Laut nicht zu deuten. In dem Moment, als sie ins Zimmer gekommen war, hatte sie die Atemzüge gehört, die aus der Decke kamen und fast Trudys Atmen entsprachen. Daher dauerte es jetzt eine Weile, bis sie verstand, dass sie in diesem neuen Geräusch Beklemmung wahrnahm, bis sie begriff, dass diese beinahe Stille das Wimmern des Babys war. Sie wartete darauf, dass es aufhören würde, aber es ging immer weiter, so leise wie das Rascheln der neuen Blätter in den Apfelbäumen. Darum hatten sie sich Sorgen gemacht, das wurde ihr jetzt klar. Das Baby hatte keine Stimme, es konnte keinen Laut von sich geben. Als Edgar 14 Jahre alt ist, wird der Familienfrieden gestört. Sein Onkel Claude taucht plötzlich auf der Sortell-Farm auf, nachdem er fast 20 Jahre als Navy-Soldat im Koreakrieg gedient hat. Nur einmal hat er in all den Jahren seinen Bruder besucht. Damals verkaufte er ihm seine Anteile an Hof und Land. Nun lässt sich Claude von seinem Bruder aushalten, der sich verpflichtet fühlt, ihm unter die Arme zu greifen. Doch eigentlich will Gar diesen immer düster dreinblickenden, wortkargen Mann, der viel zu oft zur Flasche greift, nicht unter seinem Dach haben. Nichts mehr scheinen die Brüder gemeint zu haben. Schließlich kommt es nach einem heftigen Streit zum Verwürfnis und Claude verlässt die Farm. Er zieht in die Stadt und arbeitet fortan für den Tierarzt Dr. Papineau. Edgar kletterte auf den Sitz und schaltete die Zündung ein. Sein Vater kurbelte den Anlasser an, schwang sich in den Fahrersitz und gab Gas. Rüttelnd und holpernd fuhren sie aus dem Wald hinaus und die Holzklötze polterten durcheinander und fielen zum Teil hinten vom Anhänger. Zu Hause stapelten sie das Holz in der überdachten Ecke neben der Veranda. Und ganz von fern, wie Insektensummen, hörten sie durch den Nieselregen das Geräusch der Kettensäge. Als sie fertig waren, stellte Edgar Alice neben der Scheune ab. Elmondin begrüßte ihn an der Tür und begleitete ihn die Stufen hinauf. Er hörte, wie seine Mutter und sein Vater miteinander redeten, während er sich trockene Sachen anzog. »Wenn er unbedingt im Regen Holz schneiden will«, sagte sie, »dann lass ihn doch.« »Und wenn er sich ins Bein sägt, was dann?« »Und wenn die Säge über den Winter verrostet, weil sie nass geworden ist?« »Gar, du hast ja recht, aber du kannst ihn nicht so herumkommandieren. Er ist ein erwachsener Mann.« »Das ist es ja gerade. Er ist eben nicht erwachsen. Er hat immer noch nicht mehr Verstand als vor 20 Jahren. Er setzt sich irgendwas in den Kopf, und wenn ich was sage, macht er genau das Gegenteil.« »Er ist ein erwachsener Mann«, wiederholte seine Mutter. »Du kannst keine Entscheidung für ihn treffen, heute so wenig wie damals.« Schritte und das Klicken des Kaffeekannendeckels. Als Edgar und Elmondin in die Küche kamen, stand Edgars Mutter hinter Gar und hatte die Arme um seinen Hals gelegt. Gar trank seinen Kaffee aus, gab ihr die Tasse und schaute aus dem Fenster zum Wald hinüber.
Du hast ihn nicht gesehen, wie er die Säge hochgejagt hat, jedes Mal, wenn ich es ihm erklären wollte. Das war kindisch, sagte er. Und es war gefährlich. Edgars Mutter erwiderte nichts. Sie strich gar über die Schultern und sagte, sie bräuchten ein paar Sachen aus dem Laden. Wenige Wochen später findet Edgar seinen Vater bewusstlos auf dem Zwingerboden liegen. Seine Mutter ist nicht da und der stumme Junge kann keine Hilfe rufen. Als Judy nach Hause kommt, ist der Vater tot. Es zeigt sich schnell, dass Edgar und seine Mutter die Arbeit auf der Farm zu zweit nicht bewältigen können. Dann fällt Judy auch noch wegen einer schweren Lungenentzündung aus und Claude kommt zurück. Nach kurzer Zeit teilen sich die beiden das Bett. Zwar behaupten die Ärzte, Gar sei an einem Herzinfarkt gestorben, aber Edgar ist sich sicher, dass Claude seinen Vater mit einer Giftspritze ermordet hat. Er beobachtet seinen Onkel voller Misstrauen und es kommt der Tag, an dem dieser sein wahres Gesicht zeigt. Claude will die Hundezucht verkaufen. Edgar ist schockiert und blind vor Wut begeht er eine schreckliche Tat. Von seiner Mutter gedrängt, flieht er mit drei seiner Hunde in die Wildnis. Nach Monaten der Verzweiflung und des Überlebenskampfes treibt ihn das Heimweh zurück und lässt ihn alle möglichen Konsequenzen vergessen. Was Leute nur anhand des Covers über das Buch denken. Oh, das ist so eine Liebesgeschichte, glaube ich. Ja, das ist irgendwie so ein Heimatverbundener. So ein Heimatverbundener, ja. Der irgendwie nach 50 Jahren sich denkt, jetzt muss er wieder in die Vergangenheit zurück. Der war zurück. In Dallas oder so und ist dann zurück nach Deutschland gekommen. Genau, weil er hat sich in seine Jugendliebe oder in seinen Hund verliebt und stimmt. Er möchte einfach noch mal hin. Genau. Yeah, it looks very American. It almost looks like Kansas or Texas. Yeah, cowboy. The South. People and animals. Yeah, it just looks like a tale of solitude, loneliness, one person, adventure, big world, unknown future, don't know what's ahead. That's what I can see from the cover. Ja, das ist toll. Das schaut nach einer schönen Landschaft aus in der Provence oder was weiß ich was, Einsamkeit. Wo ist jetzt hier der Haken? Bisschen langweilig. Beide ein bisschen langweilig. David Wroblewski, geboren 1959, ist selbst auf einer Farm in Wisconsin aufgewachsen. Wie die Eltern der Hauptfigur Edgar waren auch seine Eltern Hundezüchter. Gut 10 Jahre arbeitete der ehemalige Softwareentwickler an seinem Debütroman und ließ sich dafür inspirieren vom Ruf der Wildnis, Huckleberry Finn, den Mowgli-Geschichten aus dem Dschungelbuch und von Shakespeares Dramen. Wer mehr über Autor und Buch erfahren möchte oder tolle Preise gewinnen will, sollte uns auf unserem Blog besuchen. www.transatlantik.de Das war Transatlantik, Literatur on Air.